Ja, gibt ja immer was Neues in der Wissenschaft, weil Sie haben es gemerkt haben, gibt ja dauernd was Neues. Dauernd. Jeden Tag kommt irgendwas Neues rein. Also es gibt auch Tage, wo nichts reinkommt, aber doch was Neues. Also jetzt nichts Umwerfendes, was gleich alles wieder umschmeißt. Muss man auch kein Buch drüber schreiben, sondern werden ja eben Fachartikel geschrieben. Unter anderem wurde ein Artikel geschrieben, also ein Artikel einer Fachzeitschrift. Eine Fachzeitschrift ist eine Zeitschrift, in der Fachleute eingereichte Manuskripte von Fachleuten begutachten. Das nennt man das sogenannte Referee-System. Also Referees, also Gutachter, die die Artikel, die eingereicht werden, von Kolleginnen und Kollegen dann begutachten. Die lesen das also genau durch und müssen es dann eben auch zum Druck zulassen. Das heißt, sie müssen ein Acceptance schicken, ein akzeptiert. Dann ist es erlaubt, es zu veröffentlichen. Wenn die Gutachter sagen, nein, das lehnen wir ab, dann wird das Manuskript nicht veröffentlicht. Also, man achte bitte schön darauf, alles, was Sie im Internet finden, ist meistens nicht referiert. Also, wenn Sie an wirklich richtig guter Information interessiert sind, also gesicherte Informationen über wissenschaftliche Erkenntnisse, dann müssten Sie eigentlich Zugang zu den entsprechenden Fachzeitschriften bekommen. Nur Fachzeitschriften zeichnen sich dadurch aus, dass natürlich auch Fachbegriffe verwendet werden, die nicht weiter erklärt werden. Und dann schon, sind sie schon mittendrin in dem Fach Chinesisch, also in den Begriffen, wo jeder in einem Fachgebiet weiß, wovon die Rede ist oder auch nicht, weil keiner mehr nachfragt. Aber mal ganz ehrlich, also das Internet ist ein Marktplatz von Meinungen, von Veröffentlichungsmöglichkeiten. Und wenn Sie ganz tief in die Wissenschaft einsteigen wollen, dann müssen Sie sich leider auch dem Wettbewerb der Meinungen bzw. dem Wettbewerb der Referees anschließen. Und glauben Sie nicht jedem, der Ihnen irgendwas erzählt. Wissenschaftliche Veröffentlichungen sind immer in solchen referierten Fachzeitschriften, wenn es sich um empirische Wissenschaften handelt, also alle Naturwissenschaften zum Beispiel. Also, hier gibt es eine ganz neue Veröffentlichung im Journal of Geophysical Research. Also im Journal der geophysikalischen Forschung. Und da geht es aber nicht um die Geophysik, also um die Physik des Erdkörpers, sondern es geht um den Mars. Na, um was wird es dabei gehen? Die gute alte Frage, kann denn mal Leben auf dem Mars gewesen sein oder nicht? Wir haben ja schon ziemlich viel technisches Gerät da oben hingeschickt. Manches ist abgestürzt, vieles ist über den Planeten gefahren und wir haben schon alles Mögliche erfahren über diesen Planeten, tolle Bilder und immer wieder die gute Mär. Es könnte sein, dass es früher mal auf dem Mars Lebensbedingungen gegeben hat, also Bedingungen, die Leben möglich gemacht haben. Früher war es vielleicht auf dem Mars viel wärmer als heute. Heute ist es ja da so kalt, es ist so trocken, es fließt auch kein Wasser mehr. Nur ab und zu kommt offenbar höchstens mal so eine Salzlauge daraus, aber so hat auch keine ordentliche Atmosphäre mehr der Mars, also sehr dünn, also wirklich wie bei uns in 48 Kilometer Höhe, also wie auf der Erde auf 48. Warum ist das so auf dem Mars? Weil der Mars so leicht ist, er hat nur 10% Erdmasse, also wie war es auf dem Mars? Die Kollegen von der Harvard University in den USA schreiben, bisher nahmen Wissenschaftler ja an, dass es auf dem Mars in Urzeiten deutlich wärmer war als heute. Habe ich mich schon immer darüber gewundert, kann ich gleich was dazu sagen, wo fast immer Minusgrade herrschen. Ausgetrocknete Flussbetten und Täler sowie Sedimentuntersuchungen der NASA-Rover zeugen davon, dass auf dem roten Planeten einst Wasser geflossen sein muss. Das Team, was hier jetzt diesen Artikel veröffentlicht hat, hat aber nur mit Hilfe von verbesserten Computersimulationen untersucht, was für ein Klima in Urzeiten auf dem Mars geherrscht haben müsste, um seine zerfurchte Oberfläche zu erklären. Das ist wie im Krimi. Ja, wir haben da eine Leiche und jetzt wollen wir, wie ist es passiert? Also wir wollen einen Indizienprozess führen. Demnach, nach den Simulationen, lassen sich die Flussbetten und Senken besser erklären, wenn der Mars von einer Eisdecke bedeckt war. Jetzt ist ja eine Eisdecke nicht unbedingt ein Ausdruck dafür, dass es wärmer gewesen ist, ne? Diesem Szenario zufolge schmolzen immer wieder Teile des Panzers vorübergehend bei Vulkanausbrüchen und Meteoriteneinschlägen, wodurch sich unter dem Eis Flussrinnen bildeten. Klingt plausibel. In den vergangenen Jahren kamen auch andere Studien zu dem Ergebnis, dass der Mars weniger lebensfreundlich gewesen sein könnte als vermutet. 2011 konnten Forscher zeigen, dass Marsgestein nicht deshalb zu Tonmineralien verwitterte, weil es dort einst regnete, sondern weil das Gestein lange mit unterirdischem Wasser in Kontakt stand. Ein ewig frostiger Urmars wäre ein Rückschlag für die Erforschung des Planeten, denn Marsmissionen werden ja oft damit gerechtfertigt, dass man auf der Suche nach Spuren von Leben auf dem Planeten ist. Also das, was hier die Wissenschaft erbringt, klingt nicht so besonders optimistisch im Hinblick darauf, dass man auf dem Mars wirklich mal Spuren von Leben finden wird. Überhaupt, ich habe mich immer über Folgendes gewundert.
warum soll es eigentlich früher auf dem Mars so viel wärmer gewesen sein als heute? Denn ganz früher, also vor einigen Milliarden Jahren, da war ja die Sonne viel leuchtschwächer als heute. Ja, wirklich. Also ganz zu Beginn des Sonnensystems hatte die Sonne eine Leuchtkraft, die nur 60-70% der heutigen Leuchtkraft war. Im Laufe der Jahrmilliarden stieg das nun an. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie ist das mit der bewohnbaren Zone des Planeten oder wie ist das mit der bewohnbaren Zone um die Sonne? Wenn ihre Leuchtkraft ansteigt, dann wandert die bewohnbare Zone nach außen. Kann man verstehen. Jetzt ganz kurze Frage, wo steht der Mars? Ist er näher an der Sonne als die Erde oder weiter weg? Genau, er ist weiter weg. Ist ja komisch, ne? Also wenn der Mars heute nicht in der bewohnbaren Zone der Sonne ist, wie konnte er denn dann früher in der bewohnbaren Zone gewesen sein? Also die Leuchtkraft früher war geringer und trotzdem soll das früher da wärmer gewesen sein? Was für eine Möglichkeit gäbe es? Ausweg wäre natürlich eine ganz dichte Kohlendioxidatmosphäre, so wie der Venus. Aber der Mars hat keine. Warum hat er die nicht? Ich habe ja schon gesagt, das Geheimnis ist ja schon da. Er hat nur 10% Erdmasse. Also er kann gar keine Atmosphäre halten. Also all diese Dinge haben mich immer eher skeptisch sein lassen, was so die Möglichkeit von Leben auf dem Mars betrifft. Auch die Möglichkeit von flüssigem Wasser auf dem Mars. Bei mir war das immer eher unklar. Dass das da saukalt ist schon immer, das ist ja logisch bei der Entfernung und bei der dünnen Atmosphäre. Also und es zeigt sich nun, dass also doch vieles dafür spricht, dass auf dem Mars nichts los gewesen ist, also nicht so viel los gewesen ist, wie manche der Marsforscher es immer vermuten. Jetzt mal unter uns, wenn Sie mal einen richtig starken Science-Fiction-Roman lesen wollen, also der richtig gut ist, von der ersten bis zur letzten Seite, dann lesen Sie Der Marsianer von Andy Weir. Ein Wahnsinnsbuch. Ist der Hammer. Also, ich konnte gar nicht aufhören. Ist ein dicker Schinken, stimmt. Also Buch ist klar, ne? Buch ist diese gedruckte Variante. Nee, nicht elektronisch, sondern richtig. Kaufen Sie sich das Buch und nehmen Sie es in die Hand und lesen Sie es, wann immer Sie können. Das ist großartig. Und es stimmt alles, das ist das Tolle. Also was der Autor da hingekriegt hat, muss ich sagen, Hut ab, Chapeau.